Auf dem Weg zur Matura wartet auf die Maturantinnen und Maturanten die vorwissenschaftliche Arbeit, kurz VWA. 8 junge Damen und Herren konnten ihre herausragenden Arbeiten jetzt im Brucker Stadtmuseum präsentieren. Es gibt heute am Abend 8 verschiedene vorwissenschaftlichen Arbeiten, die präsentiert werden. Von Sicherheitstools auf Skitour bis zur Nahostpolitik, Einmarsch der Amerikaner bei Saddam Hussein, bis körperdysmorphe Störungen, bis ChatGPT oder die Peace-Politik in Polen. Sie haben unterschiedlichste Interessen und spannen einen großen Bogen. Die VWAs sind das Ergebnis eines 1,5 Jahre dauernden Prozesses, der aus Recherche und Schreibarbeit besteht. Vielfach kommen die Schüler mit dem Thema selbst regelmäßig in Kontakt, wie zum Beispiel im Bereich der künstlichen Intelligenz. Ich bin da auch speziell auf die Auswirkungen auf die Schule natürlich eingegangen, weil ich Schülerin bin. Und ja, man weiß manchmal einfach nicht mehr, ob eine Aufgabe oder eine Arbeit jetzt von einem Schüler stammt oder von einer KI. Und das ist natürlich auch in vielen anderen Bereichen der Fall, also in verschiedensten Arbeitsbereichen, dass man einfach schwierig unterscheiden kann, okay, was stammt jetzt von einer KI und was von einer echten Person. Mitunter spielt aber auch die eigene Herkunft eine Rolle, wenn es um das passende Thema für eine VWA geht. Der Grund dafür ist, weil es mich selbst betroffen hat. Ich bin selbst Pole eigentlich, lebe mein ganzes Leben in Österreich schon. Aber ich habe mich täglich mit der polnischen Politik beschäftigt und ich habe selbst gesehen, wie die Situation in Polen war. Sie waren nicht gut leider für die letzten 8 Jahre, aber spezifisch für die letzten 4 Jahre. Und deswegen habe ich mich einfach auch selbst mit dem interessiert und dann habe ich gedacht, eigentlich, es wäre ein gutes Thema. Die VWA dient manchmal auch als Ideengeber, um die passende Studienrichtung zu finden. Also Veterinärmedizin eher nicht, aber doch irgendwas in die biologische oder chemische Richtung, also vielleicht Molekularbiologie. Bei so viel Fachwissen ist die Matura im Frühjahr dann wohl nur noch Formsache.